gehst du in die Mitte wieder rein, aber baust das TNT unter dir ab und sneakst. Genau, jetzt sneaken und alles wird gut. Ich sterbe! Willkommen zu Minecraft zusammen mit Basti! Grüßt euch, hallo! Du weißt, was wir heute machen, oder? Minecraft spielen, das mache ich immer, jeden Tag. Ja, wir versuchen Minecraft zu spielen in der Wüste und müssen überleben. Und versuchen als Ziel sozusagen durchzuspielen, aber ob wir so weit kommen, weiß ich nicht. Oh. Gucken wir mal. Maxi, was weißt du denn über Wüsten? Dass es keine Bäume gibt. Sicher? Also, ja, doch schon. Also ich bin mir sehr sicher, dass es keine Bäume gibt, aber es gibt Sticks, das sehe ich gerade. Das hier sind tote Büsche, die geben uns Sticks, aber ja. Es gibt zwei Wege, um an Holz ranzukommen. Und zwar gibt es seit der 1.18 ganz selten auch Bäume in Wüsten. Also, und zwar Azalea. Aber die werden wir nicht finden, ne? Das wird schon sehr unwahrscheinlich sein. Die andere Möglichkeit, die wir haben, ist, unter der Erde einen Mineshaft zu finden. Ah, wo es so Holz und so gibt, ne? Das wäre möglich. Wir müssen aber jetzt ganz schön gut aufpassen, weil eine Wüste bietet ja auch nicht so viele Möglichkeiten, was Essen angeht. Das stimmt. Also wir sollten jetzt schon relativ schnell irgendetwas finden, womit wir vielleicht unsere Hungerleiste auffüllen können. Ich habe gar keine Ahnung, was es für Möglichkeiten darf. Da, ein Hase. Klar, ist auch easy. Hallo. Zeig mal dein Aim. Oh. Ich habe automatische Springen noch an. Das ist gar nicht cool. Cool, ist doch einer. Und du sagst, wir haben Probleme mit Essen. Ich glaube, ich spinne. Ne, das, was du in der Hand hast, kann man nicht essen. Echt jetzt? Ja, das ist eine Hasenpfote. Hä, wozu sind Hasen dann gut? Hasen können ja auch Fleisch droppen. Ja, da eine Attacke. Das ist übrigens ein Baby, was kein Fleisch droppt, aber... Ja, das ist aber Aim-Training. Wo ist das hin? Wait a minute. Es gibt Leute, die sagen, man braucht für Minecraft kein Aim. Scheiße. Es ist gar nicht so einfach. Ja, natürlich, das ist ultra schwer. Das sind halt, weil sie auch so richtig das eklige Movement haben. Ja, ja, hab's. Gut, haben wir eine komplette Hasenfamilie ausgerottet und nichts daraus bekommen. Es gibt aber auch noch andere Strukturen, die man finden könnte, Maxi. Und ich weiß nicht. Eine Pyramide? Jo, hey, du bist ja voll. Du weißt ja nicht. Junge! Ein Stein, zwei Steine. Ach, da, jetzt sehe ich's auch. Wie findest du eigentlich mein Outfit? Also, wie sieht es aus mit den zwei Sticks? Das sieht voll cool aus. Danke. Das ist wie so zwei Schwerter. Okay, das war. Also, ich mache mir. Kannst du auf jeden Fall schon Sand platzieren und dann kannst du ja Fallschaden reduzieren. Ja. Gemacht. Boah, ich kann looten. Kommst du mit runter oder soll ich alleine looten? Ich komm mit. Okay. Was? Nicht drauftreten, ne? Nicht drauftreten, alles gut. Da ist ja so viel vergammeltes Fleisch. Ja, aber hey, besser als gar kein Fleisch. Oh, das ist ein goldener Apfel drin gewesen. Oha. Ich hab sogar zwei. Und du hast Eisen. Ja. Aber das ist schon mal voll gut. Das ist unser erstes. Unser erstes Essen halt, ansonsten hätten wir ein paar Probleme bekommen. Und auch wenn es nur Rotten Flesh ist, ist schon ganz gut. Fast tot! Wieso rutsche ich runter? Also, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Nimm mal ein Gap. Ein Gap? Ja, ein Goldapfel. Wir könnten halt weiterhin hoffen, dass wir ein Azalea-Tree bekommen. Hier vorne wäre ein Lavasee. Wir wollen ja heute auch noch in den Nether. Ich habe ja gehört, der Nether ist dein Lieblingspart in Minecraft. Ja, wo weißt du das? Ja, jeder liebt den Nether. Und was ist die City? Ja, direkt eine City oder New York auf einmal. So riesen Tower. Oh, ich sehe die. Krass. Oh, aber noch eine Pyramide. Was denn? Siehst du? Guck, wir schaffen das. Easy, Alter. Junge, wie einfach. Und ich dachte, wir sterben hier und verdursten und. Ja, Durst habe ich schon so ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. So, ein bisschen. Hey, Bale. Du kannst ja mal mit einem Heuballen runterspringen in die Pyramide und einen Heuballen unter dir platzieren, weil dann bekommst du weniger Fallschaden. Weiß nicht. Hab Angst. Also soll ich genau auf die Mitte drauf springen? Nee, ne? Ungern. Easy. Oha, voll stark. Oha, ein Schaden nur bekommen. Aber bau mal nicht ab. Wenn du nämlich hier den Sandstein abbaust, gib mal, vertraust du mir? Ja. Vertraust du mir wirklich? Mhm. Wenn ich gleich das zünde, ja, dann gehst du mit mir hier in dieses Loch rein und sneakst, okay? Ja. Sneak? Ich sneake. Oha, easy, alter Speedrun. Jetzt haben wir den ganzen Stuff gelootet, ohne die Kisten. Boah, wir sind so cool. Wir nehmen mal wirklich alle Heuballen mit und traden gleich mal mit einem Farmer und holen uns ganz viele Brote. Und dann machen wir nochmal die Expedition Holz weiter. Ja, das finde ich sehr wichtig. Den Golem können wir auch noch gleich töten. Ohne Waffen, meinst du? Ich meine, das ist ja eigentlich eine Aufgabe für dich, oder? Ich soll den Golem fertig machen. Impressive, oder? Ja, schon, aber also der ist sehr nah davor, dich zu hüpfen. Aber alles. Nö. Ich hab das alles antizipiert. Also ganz ehrlich. Du darfst auf jeden Fall keinen Schritt nach vorne gehen. Lili.
Junge, der hält ja so viel aus, ne? Guck mal, der ist doch voll weit weg von mir. Ist halt ein Eisengolem, ne? Und kein Papiergolem, ja, ich verstehe schon. Du musst einen 360 machen. Oh. 360. Jo. Du hast da bestimmt ein bisschen Weizen, ne? Ja, ich hab ganz viel Weizen. Dann kannst du mal, warte, noch nicht mit ihm, noch nicht. Nimm den Beruf an. Jungs, entscheidet euch, ich weiß, es ist ein krasser Job. Nee, jetzt kommt ein ganz anderer. Nochmal falsch, warte. Okay. Nochmal falsch. Sicher, dass das so richtig ist? Ich bin mir sehr sicher, dass das so richtig ist. Eine Ewigkeit später. Und da kannst du dir mal ein paar Kürbiskuchen kaufen. Und das ist auf jeden Fall schon stabileres. Mhm. Und jetzt müssen wir weiter unsere Augen offen halten nach Holz, würde ich sagen. Ja. Und dann werden wir uns, sobald wir Holz haben, einmal machen, in den Nether, zack, zack, zack und sind fertig. Da haben wir gewonnen. So einfach kann es gehen. Boah, ich kann dir heute ist Bastis Strukturenschule. Und zwar kommt die nächste Structure. Ja, das habe ich gesehen, mit Obsidian. Und das heißt genau wie Nummer? Boah, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Das kaputte Tor von Dach. Oder ein Rune Portal. Oder das, genau, so kann man es auch nennen. Aber mein Name ist halt eigentlich besser. Das Ding ist, hier ist auch normalerweise eine Kiste. Aber an diese Kiste kommen wir gerade nicht ran. Weil die ist. Kiste... Versteckt ist. Wo ist die Kiste? Und damit wir an die Kiste rankommen, pass auf. Hab sie. Oh. Oh. Ich wollte es in die Luft springen. Okay, oh, Feuerzeug. Sorry. Ich hab's voll kaputt gemacht. Ja, nee, aber ist gut. Wir haben jetzt ein Feuerzeug, noch ein bisschen mehr Eisen gefunden. Ich würde sagen, dann schwimmen wir mal ein bisschen. Ein bisschen abkühlen. Ist hier denn nämlich auch so warm in der Wüste? Ja, ich sterbe vor Hitze. Guck mal, da drüben ist wieder eine City. Das ist ja alles diesmal. Das ist doch richtig groß. Das ist wirklich eine City, ja. Ah, die City braucht einen Namen. Das ist eine Insel. Madeira. Woher wusste ich, dass du das sagen wirst? Weiß nicht, bei Insel und da komme ich direkt auf Madeira. Madeira. Oh mein Gott. Ist da Unge? Oh mein Gott. Ja. Ja, ich hab ganz netten Stuff. Du hast Diamanten gefunden. Was? Du hast eine ganze Rüstung? Nein, das Warte, was war da in der Kiste drin? Ja, es war nichts Besonderes. Ich hab gesehen, dass da Diamanten drin waren, Basti. Es war nur einer, den musst du mal gönnen. Falls du was hörst, ich bin's. Ah, ich hab ein Crafting Table. Basti, oh. Let's go. Guck mal, jetzt haben wir schon so gut wie durchgespielt. Ich geh noch ganz kurz hier vorne looten. Noch einer! Oh mein Gott, Basti! Jeder von uns hat einen! Yeah! Wie cool! Ich hätte einen Eimer mir jetzt gerade gemacht und eine Eisenspitzhacke. Und ich würde dir das gleiche auch empfehlen. Ja. Und dann können wir eigentlich wieder zurück an das Festland gehen. Dann verlassen wir wieder Madeira. Bye, bye, Madeira. War schön. Und pendeln wieder zurück nach Deutschland. So schnell kann's gehen. Sieht man nicht so Lavaseen eher in der Nacht? Meinst du, dass die sich tagsüber verstecken? Also, wenn es dunkel ist, leuchtet es halt so ein bisschen auf. Ja, die verstecken sich so. Ja, schon. Ich erkenne die Öffnung aus Entfernung. Oh, sorry, Mister. Wer erkennt die Öffnung? Ah, okay. Da ist noch eine City und noch eine Pyramide. Das ist viel zu viele, Alter. Viel zu leicht. Würdest du dich trauen, die TNT-Taktik alleine zu machen? Let's go! Whee! Easy. Du baust jetzt den Sand... Okay, jetzt baust du den Sandstein in der Mitte ab. Nimmst das TNT. Alles TNT abbauen. Den Sandstein wieder hinplacen, wo er war. Baust dich mit einem TNT hoch. Dann platzierst du da ein TNT, da die Pressure Plate, die du vorhin eingesammelt hast. Wenn du jetzt darauf gehst du in die Mitte wieder rein, aber baust das TNT unter dir ab und sneakst. Genau, jetzt sneaken und alles wird gut. Ich sterbe! Hilfe! Wir wollen jetzt in den Nether. Und hier ist ein Lavasee. Echt jetzt? Ja, ist ein löchriger. Ach du Scheiße. Da müssen wir mal sehr aufpassen. Ich werde ein bisschen vorsichtig gießen. Also du kannst es gerne auch machen. Nee, alles gut. Ich guck dir gerade zu, dann lerne ich schneller. Okay, so, zack. Und dann macht man so Lava und dann kommt das Wasser daneben. Dann macht man... Das ist aber jetzt hier auch ein Krampfportal, weil hier musst du halt irgendwie gucken, dass irgendwo hier was wird. Also du kannst sie nicht eins auf schnell machen. Ich weiß gar nicht, warum ich einen Eimer habe. Perfekt! Ja, es steht! Soll ich anmachen? Ich hab Feuerzeug. Du darfst. Tada! Rein! In den Nether! Okay, Festung, wir spawnen in der Festung. Ich hätte eine Frage. Bitte? Wenn ich ein TNT hier irgendwo hinlege, explodiert es nicht direkt, oder? Oh, doch. Sofort nämlich. Ah, okay. Nee, aber du musst dabei sneaken und dann aktiviert sich es direkt. Oh, hä? Hä? Wait, du hast angemacht, oder? Nein, ich schwöre, wenn du sneakst, dann aktiviert sich das sofort. Das ist weird. Okay, welche Richtung Westen ist immer am besten? Westen und Osten wäre stabil. Ich guck mal ein bisschen um, wo was hier ist. Bisschen gucken, bisschen mal abtasten. Hier wäre ein Dead End. Wir können uns auch ein bisschen aufteilen, jeder geht in eine Richtung oder so. Willst du mich nicht mehr haben? Doch, schon, aber ich dachte, dann sind wir schneller. Okay, dann machen wir es so. Ich hab eine. Echt jetzt?
Ja, vom Portal aus nach links. Also weg von diesem roten Wald. Ich weiß, in welche Richtung du gegangen bist. Und übrigens fällt dir eine Sache auf. Noch die dritte Möglichkeit, an die man an Holz rankommen kann. Die kenne ich nicht. Guck mich mal an. Ach, geht das auch? Das ist halt auch Holz, ja, das ist Netherholz halt. Also du könntest dir rein theoretisch daraus auch ein Crafting-Table machen. Du meintest, du hast was gesehen hier, aber hier ist gar nichts. Ich hab, wie gesagt, man muss halt immer so eine gewisse Ahnung haben. Nein, alles gut. Du siehst einfach viel weiter als ich. Kann das sein? Ich weiß nicht. Ich hab halt Nebel noch an. Du hast Nebel noch an. Problem ist halt, wir haben noch keine Pfeile, ne? Also, was wir halt eigentlich bräuchten, eigentlich relativ viel Gold, um gleich nochmal mit Piglins zu traden. Ich hoffe, wir finden vielleicht noch eine Bastion. Du schaffst das schon, Basti. Okay, ja. Wir können auch einfach reingehen und dann lassen. Ja, nee, lass einfach, weißt du was? Lass einfach reingehen, das Ding nervt. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Ich trade ganz kurz mal hier mit zwei Piglins. Ich habe Eisen. Oh, sehr gut. Müssen wir. Dann lass uns mal einen Blaze-Spawner suchen und da einmal reinballern. Ich habe hier oben ganz viel Blaze-Sachen. Oh, da ist dieser komische Ritter. Knochen, geil. Teamarbeit. Ja? Das ist ultra, ultra krass. Also er hat seinen Kopf gedroppt, was ohne Looting super unwahrscheinlich ist und das First Try. Ist doch gut. Ich meine, ist doch, wow, cool. Hast du schon mal jemals gegen einen Wither gekämpft? Was nochmal ein Wither? Achso, der Dreiköpfige? Der Dreiköpfige. Ja, der Dreiköpfige Drache da, keine Ahnung. Nee, hab ich noch das nicht. Das wäre doch mal interessant. Was? Doch, ey, voll langweilig. Du sagst, der Wither ist langweilig? Nein. Das ist halt... Der ist nicht so langweilig, aber es hat... Ne, also... Weiß nicht, ob ich so einen Kampf gewappnet bin, weißt du? Nee, alles gut. Hopp, hopp, hopp. Hier werden ein Spawner. Kommt, Jungs, zeigt was. Los. Weißt du, irgendwie sehe ich dich aber bei Fortnite, Mensch. Hm. Ich glaube nicht. Komm. 3, 2. Perfekt. Jetzt. Du hast 2 oder wie viel hast du? Ja, ich habe 2. Am liebsten wäre mir eigentlich jetzt gerade eine Bastion zu finden. Aber selbst mit einer Bastion, also sprich super viel Gold, wird es in der Version sehr schwierig, viele Enderperlen zu bekommen. Ja, ich merke schon. Wird nicht einfach. Wir könnten rein theoretisch auch in der Wüste, in der Nacht gucken, ob wir dort halt einfach viele Enderman farmen könnten. Ich würde nur ganz gerne jetzt nochmal einmal über dieses Biom gucken, was dort jetzt noch kommt. Ja. Maxi, also... Wolltest du ein bisschen schneller zurück in die Wüste? Oh mein Gott! Ey, das kannst du dich nicht auf... Ich bin an dem Baum gefühlt abgerutscht und dann zwischen zwei verschiedenen Teilen... Ich muss dir das zeigen! Oh mein Gott, was? So, okay, Leute, das war's mit Minecraft. Falls ihr mal wollt, dass ich und Basti das in einer Hardcore-Version nochmal machen, sprich, dass man verdurstet, dass man in der Wüste verbrennt und so weiter, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, falls ihr noch weitere Ideen habt für Challenges und schaut auf jeden Fall bei Basti vorbei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Nächstes Mal schaffen wir es safe. Minecraft ist ein tolles Spiel, egal was Maxi sagt, und Minecraft macht mehr Spaß als Fortnite.